So, wollen wir mal gucken, wie das mit dem neuen Mikrofon läuft. Wir haben uns auf die Socken gemacht nach Hamburg ins Madison und dieses Hotel stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Viel Spaß dabei. Eins der Annehmlichkeiten hier ist, man fährt einfach in die Tiefgarage und hat dann dementsprechend eine direkte Verbindung zum Hotel. Hier zu sehen jetzt die Bar. Dieses Mal hatten wir keine Gelegenheit, dort abends zu sitzen. Immerhin haben wir ja noch Nachwuchs, den wir auch betreuen müssen, aber wir haben da schon mal gesessen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Wir haben jetzt hier ein Doppelzimmer genommen mit Zustellbett. Nach oben hin hinaus gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Studio, Exekutivzimmer zu bekommen oder auch das Penthouse auf dem Dach. Achtet einfach mal auf die kleinen Details und ihr werdet sehen, ihr fühlt euch dann auch direkt wie zu Hause. So, kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Detail, die Minibar. Da ist alles drin, was das Herz begehrt. Weißwein, Rotwein, Sekt, Bier, Wasser mit und ohne, Cola und außerhalb vom Kühlschrank liegen natürlich noch ein paar Cracker. Wir haben natürlich noch mit Heineken aufgefüllt und wird übrigens, wenn verzehrt, am nächsten Tag wieder aufgefüllt. So, machen wir einen kurzen Break, gehen ein bisschen nach draußen, bevor wir uns mit den anderen Annehmlichkeiten des Hotels beschäftigen. Das war natürlich jetzt genau das Wochenende vor dem Sturm. Integriert im Madison ist ein Restaurant, wo man sehr, sehr leckere und auch, ich finde, bezahlbare Sachen bekommt zum Essen, zum Trinken und alles, was das Herz begehrt. Ich habe natürlich ganz bewusst nicht die Leute fotografiert, gefilmt, sondern eher unser Essen. Und hier sehen wir noch die Konferenzräume für jeden Anlass zu mieten und abschließend dann nochmal das Frühstück, was auch wir sehr gerne genommen haben. Hier nochmal die Lobby zu sehen und das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.